Herzlich willkommen, liebe Jensi-Fans, zu einer neuen Folge von Für eine Akkuladung am Wasser. Heute möchte ich es mal an diesem wunderschönen Altarm probieren hier. Und zwar mit totem Köderfisch und dann natürlich auf Hecht. Vielleicht beißt auch der ein oder andere große Barsch. Ich vermute aber, es wird beim Hecht bleiben. Hoffe es zumindest. Ja, ihr seht schon, dieses Gestänge hier. Ich möchte jetzt erstmal losziehen und an einer aussichtsreichen Stelle mit der Senke ein paar Köderfische fangen. Ja, und das ist dann eben mein Köder für die Hechte, die hier rumschwimmern. Ich hoffe, es klappt was. Wir werden sehen. Mit dabei ist hier der Teleskopsenkstab von Jensi aus Fiberglas. Schon alles montiert. Es kann also losgehen. Also, dann wollen wir mal. So, jetzt heißt es zuerst einmal die kleinen oder mittelgroßen Weißfische finden. Ich habe eine Jensi Gold Futtermischung mit, ergänzt um ein paar Semmelbrösel und so weiter. Ja, ich hoffe, dass das reichen wird. Fisch ist drin, das weiß ich. Und die Stelle, an der wir jetzt versuchen, die Köderfische zu kriegen, ist eigentlich eine ganz gute Stelle, denn da gibt es so einen kleinen Überlauf. Da kommt also immer frisches Wasser und natürlich auch Nahrung nach. Entsprechend stellt sich da Fisch ein. Natürlich auch die Räuber, aber angeln werde ich ein Stück weiter hinten. Beziehungsweise hier ist auch immer schön. Ihr seht schon, hier vorne sammelt sich das Laub. Naja, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall ein schöner Tag, der gerade anfängt. Und alles wird gut, hoffentlich. Was hier passiert. Tja, der Fuchs hat schon gefrühstückt. So ist das in der Natur. Die Jäger und die Gejagten. So, ich bin hier am Spot angekommen. Hier haben wir den Überlauf. Und dann geht es da rein. Und hier, dieser Bereich ist auch tiefer ausgespült. Bei jedem Hochwasser koffert hier das Wasser rein. Und es ist etwas tiefer. Ich hoffe, hier ist Fisch. Wollen wir mal gucken. So. Hier ist die Futtermischung. Hier noch ein kleines Netz, ein paar Tütchen für die Köderfische. Naja, da sollte sich jetzt ja dann was einstellen. So, der erste Fisch ist da. Es hat also geklappt, die Taktik ging voll auf. Ja, so kann es weitergehen. Wollen wir noch mal zwei, drei rausholen? Die ganz kleinen kommen natürlich alle wieder zurück. Aber das mache ich jetzt in Ruhe. Jetzt ganz gut. Wir haben also Köderfische bis 10 cm ungefähr, 8 bis 10 cm. Ein paar schöne Rotaugen. Ja, und ich hoffe, dass die gleich den Hecht bringen. Schauen wir mal, was da gleich noch passiert. Also, bis gleich. So, jetzt wollen wir mal unser Tackle richten. Ich
habe einen etwas größeren, den werde ich auch gleich als erstes montieren. Wir haben hier den Einzelhaken, Stahlvorfach, kein Gewicht. Der Altarm ist relativ flach, also brauchen wir sowas nicht. Der Fisch wird einfach durch den Kopf gehakt und das ist die Montage. Nicht mehr, nicht weniger. Der Haken liegt oben schön an, dass er sich nicht irgendwo im Kraut verhakt. Toll wäre natürlich, habe ich jetzt vergessen, diese Loombands, kennt ihr doch, sind gerade bei allen Kindern total angesagt. Hier ein Loomband hin, dann rutscht der Fisch am Haken nicht weiter runter. Das wäre noch eine Top-Sache, aber ich habe es leider nicht mitgenommen. So, das ist unsere Montage. Das ist die Route dazu, Mitsuki Kaizu Maski, Wurfgewicht 30 bis 80 Gramm. Ein bisschen kräftiger, um einen eventuellen Bissanhieb gut setzen zu können. Na? So dass wir den Fisch auch verwerten. Naja gut, der Wind frischt ein bisschen auf, die Sonne kommt raus, eigentlich ein toller Angeltag. So muss das sein im Herbst. So, jetzt fehlen noch die Hechte. Die kommen jetzt hoffentlich. Der Fisch wird halt langsam geführt, jetzt in der Winterzeit, und kann auch mal ruhig 10-12 Sekunden liegen bleiben. Das ist ja im Prinzip wie das Grundangeln dann. Wir haben ja einen Naturköder dran und die Hechte stehen da drauf, auch wenn der Köder mal liegt. Also längere Pausen sind angesagt. Und ansonsten zupfe ich den immer ein Stückchen, lass ihn sinken, zupfe ihn noch ein Stückchen, lass ihn sinken und dann hoffe ich auf den einen oder anderen Biss. Ist halt ein frisch gefangener Fisch, der natürlich tot ist, aber trotzdem ist der noch relativ weich, da ist noch keine Starre im Körper. Und der läuft sehr verführerisch. Also es sollte mich wundern, wenn wir da keinen Hecht fangen. Also das ist eigentlich unmöglich. Es muss klappen. Der Punkt ist natürlich auch, dass in so einem im Sommer sehr verkrauteten Gewässer jetzt die Pflanzen absterben und die Hechte keinen Unterstand mehr haben, wo sie sich verstecken können. Die haben sich im Kraut den Bauch vollgeschlagen, den ganzen Sommer über. Und jetzt müssen sie irgendwie gucken, dass sie sich andere Plätze suchen. Denn auch der Futterfisch steht ja unter Umständen ganz woanders. Mal gucken, ob da hinten einer steht. Und der Vorteil ist halt einfach bei dieser Montage, der Fisch trudelt wirklich ganz langsam zugrunde. Und da kommen die Bisse oftmals ganz zaghaft und vorsichtig, weil wir den Fisch so führen können, wie wirklich ein verletzter, natürlicher Fisch im Gewässer auch zu sehen wäre. Ja, es hat doch noch geklappt. Haha. Mal rausholen. Thank you.
Wunderschön gehakt. So, es hat sich noch gelohnt. Wunderschöner Hecht. Gebissen auf kleinen Köderfisch in Natur. Und er hat gebissen genau in der Absinkphase. Also wunderschön. Klasse Fisch. Ist noch ein bisschen klein. Okay. Es wird Zeit. Ich muss jetzt eh nach Hause. Toll. Hat Spaß gemacht. Super Hecht.